Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Winterleben. Es ist ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Das liegt, irgendwo ist ein Creeper explodiert. Das liegt daran, dass ich in letzter Zeit ein bisschen viel auf der Arbeit zu tun hatte. Allerdings hat das auch etwas Positives, denn ich muss heute noch einmal arbeiten und dann muss ich erst nächstes Jahr wieder dahin. Ist das nicht schön? Hier liegt jetzt Schnee in den Ecken. Warum? Ist ja cool. Und dann habe ich ganz, ganz viel Zeit für allen möglichen Stuff. Ich habe hier oben die Fenster übrigens noch fertig gemacht und jetzt sieht das Ganze doch schon noch ein bisschen wohnlicher aus. Ich gehe mich mal umschauen. Ich weiß gar nicht, ob auf diesem Server noch viel los ist, wenn man hier jetzt mal ein paar Tage nicht war. Eine andere Person ist noch online. Ich blende das hier einfach mal ein und dann gehen wir mal schauen. Möhren und Kartoffeln. Hat sich ja schon irgendwer bedient? Sieht nicht so aus, oder es haben einfach alle brav nachgepflanzt. Hier, unser Kürbis und unsere Melone sind auch gewachsen. Ich weiß gar nicht, ob das in der letzten Folge war, dass ich das gebaut habe, oder ob das in der Aufnahme war, die ihr nicht zu Gesicht bekommen habt, wegen der blöden Audioaufnahme quasi. Aber wir haben jetzt einen Kürbis und Melonen und wir haben ganz viele Schafe. Das finde ich auch voll schön. Und ich habe Stuff im Inventar, weil wir, glaube ich, in der Höhle unterwegs waren oder sowas. Ich lade das mal schnell eben hier aus. So. Ja, 1000 Steine irgendwie. Diorit, Gravel, Gunpowder. Das Eisen behalte ich mal. Die brauche ich auch nicht unbedingt. Das auch nicht. Das kann ich noch in den Ofen tun. Jetzt haben wir noch mehr Eisen hier. Dann tue ich da mal noch den Fisch rein. Haben wir hier unten drin noch ein bisschen Gold. Das müssten wir hier ja alles noch stacken können. Da, und hier hatten wir noch Eisen, Andesit, Granit, Spinnenfäden, Knochen, Flint haben wir den hier. Ja, scheinbar auch. Die Erde behalte ich auch mal. Das eine Holz hier brauche ich jetzt nicht zwangsläufig. Und meinen Helm behalte ich hier. Aber wie gesagt, sonst sieht man ja gar nichts von meiner Weihnachtsmütze. Deswegen habe ich die halt ausgeblendet. So. Wuschitz Weihnachtsbaum. Ach, ich wollte meine Scheren holen, damit ich die Schafe scheren kann. Irgendwo in diesen unsortierten Kisten müsste eine Schere sein. Hier nicht. Nur meine schöne Diamantrüstung. Ich halte sie in Ehren. Da sind meine Scheren. Ich halte sie in Ehren. Da sind meine Scheren. Das hat sich gereimt. Jetzt ist ja auch schon fast Heiligabend. Ne? Wir haben heute den 17. schon. Ist nicht mehr lange. Habt ihr denn so, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Let's Play gefragt habe, habt ihr denn so Weihnachtstradition? Wir haben ein zweites Huhn, wir haben ein drittes Huhn. Hallo. Oh, voll schön. Jetzt fehlt nur noch ein Buddy für mein Schwein und ein Buddy für meine Kuh. Cool. Das freut mich. Bei uns ist das immer so, ich gehe einfach zu meiner Oma immer mit meinen Eltern und dann wird da gegessen und wenn wir gegessen sind, wird irgendwann der Alkohol ausgepackt, wo ich mich meistens von fernhalte, weil ich weiß nicht. Mein Opa ist irgendwie, das ist ganz lustig, ich habe noch eine Cousine und mein Opa ist irgendwie der Ansicht, ich würde ja nie Alkohol trinken und meine Cousine total viel. Ich meine, meine Cousine geht definitiv öfter feiern als ich, aber es ist nicht so, dass ich überhaupt keinen Alkohol trinke. Ich meine, ich trinke nicht viel, ich trinke nicht oft. Alles ganz gut, hallo. Und alles voll im Rahmen und so. Aber irgendwie ist mein Opa der Ansicht, ich trinke gar keinen Alkohol. Oh, der ist ja putzig. Ich werde weggesprengt von irgendwas. Der ist ja süß. Ich muss Screenshot machen. Schön. Und deswegen trinke ich da dann auch so ein Anstandsgläschen Wein mit zum Abendessen. Und dann war es das auch. Ist der Schneemann gar nicht mehr da? Doch, der ist da. Oh, schön. Hier hat aber auch jemand eine bunte Farm. Wow. Und der hält jetzt eine Zuckerstange. Hat er das schon immer gemacht? Ich glaube nicht, ne? Und das war's dann auch. Und ich denke mal, irgendwann im Laufe des Abends werde ich mich dann zu meinem Freund verziehen, zu seinen Eltern. Und da dann den Abend so quasi ausklingen lassen. Ich muss mal gucken. Ich glaube, Herr Bergmann und so sind ja jetzt auch auf dem Server hier, ob sich da bei diesen ganzen reservierten Gebäuden was getan hat. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Hier nicht. Ich glaube, das war hier hinter irgendwo, ne? Herr Verzögerung. Hier, das ist ja ein Kasten, ist das ja. Das hier ist, wer ist das?
Villa La Schnevolution. Aha. Wer wohnt hier? Noch niemand. Okay. Haben wir hier Bergmanns. Unauffällige Werkstatt. Geschenke für den Einzug. Ich habe nur eine Truhe, deswegen teil das. Deswegen teil das? Aha. Gehen wir doch mal schauen. Der Bergmann wohnt aber wieder sehr bescheiden. Ich bin aber gespannt, was da noch alles kommt. Ich habe die Folgen, die er hochgeladen hat, noch gar nicht angeguckt. Da sind die doch immer so gut. Aber ansonsten hinter hat sich, glaube ich, nicht mehr so viel. Okay, getan. Schön, schön. Weihnachtlich hier. Und ansonsten war es das aber auch schon so. Also bei uns ist wirklich halt Heiligabend so der eine Abend schlechthin. Und dann so am ersten und zweiten Weihnachtstag machen wir gar nicht mehr so viel. Also viele machen das dann ja, dass am ersten und zweiten Weihnachtstag noch die ganzen Verwandten besucht werden. Aber da meine Verwandten... Das klingt wohl traurig, aber die Hälfte ist inzwischen tot. Alle dieses Jahr gestorben oder irgendwie andere Sachen und so. Und da ist nicht mehr so viel mit Besuchen. Das ist voll traurig eigentlich. Naja. Jedenfalls haben wir das aber auch noch nie so gemacht. Klar, als wir irgendwie so ganz klein waren oder sowas, wo dann jeder auch noch von Tante und Onkel so Geschenke bekommen hat und so. Da ja, aber so die letzten Jahre eigentlich schon gar nicht mehr. Macht ihr das so am ersten und zweiten Weihnachtstag, die ganzen Verwandten noch besuchen? Oder feiert ihr einfach so gar nicht Weihnachten? Gibt's ja auch. Ich meine, manche feiern das ja aus religiösen Gründen einfach nicht, aber manche... Durch den Kopf. Manche sagen sich ja auch einfach so von wegen, nö, ich habe da überhaupt gar keinen Bock drauf und so. Und... Gibt's ja auch, mein Gott. Ich habe das aber... Haus von Nephias! Oh mein Gott! Haus von Nephias! Wir haben es gefunden! Wow, da gehe ich gucken. Wow, mit Druckplatte, voll fancy. Herr Nephias, das geht auch, also, groß ist anders, ne? Das ist ja sehr bescheiden hier, also, verdunkel hier oben, macht da mal eine Fackel hin und spawnt hier noch irgendwas. Hier, bitteschön, schenke ich dir. Jetzt haben wir voll Hausfriedensbruch begangen. Aber macht ja nichts. Was schwebt da oben eigentlich? Da war ich auch noch nie, kommt man da hin? Lädt da bei mir gerade einfach nur irgendwas nicht oder... Ah, da ist der Schlitten! Und da vorne ist Rudolf! Ist ja geil. Ist ja voll fancy. Jetzt stehe ich einfach bei anderen Leuten auf dem Dach. Ist ja cool. Jetzt weiß ich auch, was das immer ist, was ich da sehe. Aber das sieht man auch nicht so gut hier durch das Schneegestöber war. Oh Mann, schön. Ich entdecke immer wieder neue Sachen auf dem Server. Das macht mich glücklich. Sind wir eigentlich immer noch... 59 Famo ist immer noch da. Den habe ich auch eben gesehen und dann habe ich einen Creeper explodieren gehört. Wer wohnte da oben nochmal? Zimbels Eigenheim. Ach, hier sind wir schon wieder. Mein Gott. Ist schon so lange jetzt offen der Server und ich kenne mich immer noch nicht aus. Zuckerrohr. Haben wir das eigentlich? Habe ich das bei mir irgendwo angepflanzt? Nee, ne? Dann sollte ich das eventuell mal tun. Nee, hier ist kein Zuckerrohr angepflanzt. Hier auch nicht. Dann kümmern wir uns doch jetzt mal um ein bisschen Zuckerrohr, würde ich sagen. Ich habe, glaube ich, sogar was, ne? Jo. Und dann nehme ich mal noch... Irgendwo habe ich hier jetzt noch einen Eimer, glaube ich. Hoffe ich, meine ich, denke ich. Und dann... Der wächst ja, glaube ich, schneller auf Sand oder so. Aber es ist uns ja eigentlich egal, wie schnell der wächst. Ich muss dann nur mal gerade schauen, wo das denn so... Hier vielleicht einfach so... So, dann machen wir hier halt so Wasser rein und so. Und das war meine Schaufel. Das war meine Unbreaking-Schaufel, die ich von einem Zombie gedroppt bekommen habe. Oh Mann. So, und dann machen wir hier nämlich Wasser rein. Dann pflanzen wir davor unser Zuckerrohr. Achso, ich habe noch Wasser drin. Okay. Wasser? Jetzt bin ich ja froh, dass ich mir hier mein Gewächs... meinen Brunnen gebaut habe, meine unendliche Wasserquelle. Da muss ich nicht immer bei Chiki unten klauen gehen. So, jetzt wieder da. Und geht das hier? Nee, das geht nämlich nicht. Das finde ich blöd. So, aber der geht trotzdem noch. Ich weiß gar nicht, wie muss das denn angefriert... Also es gibt doch irgendwie so einen Trick, wie das jetzt hier nicht einfriert quasi.
wie man da halt Fackeln setzen muss. Aber ich kenne den Trick nicht. So. Na, eins fehlt noch. Man müsste ich da nicht auch eigentlich einfach... Ja. Gut. So, da. Und jetzt können wir Zuckerrohr setzen. Geht das einfach hier so? Perfekt. Nein, nicht so. So. Und so. Und jo. Und jo. Und jo. Und jo. Und... So, jetzt kann das wachsen. Da mache ich hier jetzt nämlich mal irgendwie nur so Half-Slaps drüber. Das machen ja irgendwie alle. Ist das irgendwie ein neuer Trend oder sowas? Wenn ja, dann ist der irgendwie an mir vorbeigegangen. Habe ich noch? Habe ich hier noch? Habe ich hier fünf? Reicht aber nicht. Machen wir uns noch welche. So, so. So, so. Na, habe ich jetzt irgendwie nur... So. So. Muss ich mal schauen. Hier müsste dann ja auch so ein Half-Slap drüber. Ich habe übrigens gesehen, letztes Mal, dass hier auch, also dass viele auch bei ihren Pumpkins und so halt Half-Slaps drüber, nicht Half-Slaps, Wasser dran machen, aber wächst ja scheinbar auch so. Dauert dann halt nur länger. Weil wir sind ja auch nicht drauf angewiesen, ne? So. Warum gehst du da nicht dran? Lieber Half-Slap. So, so. So, 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 so. Und jetzt ist das Ganze irgendwie dekorativ wertvoll oder so. Mache ich da mal noch einen hin. Und dann müsste hier theoretisch gesehen wieder ein Erdblock hin. So. Na so. Dann ist das Ganze auch schön ausgeleuchtet. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Kann man da noch einen hinmachen? So, und dann wäre das hier dieser. Und dann haben wir keine Mitte, aber das ist egal. Jetzt haben wir Zuckerrohr. Schön. Für was auch immer wir das brauchen werden. Vielleicht stellen wir uns ja irgendwann mal Bücher her oder so. Lapis habe ich übrigens immer noch nicht gefunden, falls euch das interessiert. Aber wir haben immer noch ein Protection 3 Buch. Jetzt will ich mal überlegen hier, was ich mit dieser ganzen Wolle mache. Eigentlich könnten wir nämlich auch mal so eine schöne Zuckerstange bauen. Finde ich. Nur mal überlegen, wie man das am blödsten macht. Hat hier nicht irgendwer so eine kleine Zuckerstange, wo wir mal ein bisschen luschern können? Hier so einfach, ne? Na gut. Ich könnte mal machen. Weiß, rot, weiß, rot, rot, weiß, rot. Okay. Weil ich habe hier vorne ja so einen Aufgang hier zu meinem Häusle. Dann könnte man ja... weiß ich auch nicht. Wo machen wir eine hier so? Weiß. Rot. Weiß. Rot. Dann müsste... die bauen wir gleich wieder ab. Rot. Weiß. Ne, die machen wir von unten. Kriege ich das jetzt eigentlich so wieder abgebaut? Ja, ne? Ja. Und dann müsste hier nämlich wieder rot. Ja. Weiß, rot. Jetzt haben wir eine Zuckerstange hier stehen. Ist das nicht schön? So unser kleiner Durchgang quasi. Ach, schön. Ich will noch mehr Zuckerstangen bauen. Yay. Hier können wir auch noch eine hin. Weiß, rot, weiß, rot. So. 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 Hier runter. Die weg. Die hin. Dahin. Tada! Guck mal, das sieht doch jetzt schön aus. Wenn man von hier unten so hochkommt, geht man unter einer Zuckerstange her. Oh, sieht das alles weihnachtlich aus. Und wenn man weggeht von meinem Haus, geht man auch unter einer Zuckerstange her. Schön. Ich mag das. Ah, das ist jetzt eine kürzere Folge geworden heute. Aber wir haben es... Habe ich eigentlich Post oder so? Nein. Wir haben es ein bisschen Geh weg. Ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Und ein bisschen über Weihnachtsbräuche geredet. Wie gesagt, würde mich freuen zu hören, was ihr so für Weihnachtsbräuche habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen schon wieder in der nächsten Folge Minecraft Winterleben. Wir können auch gerne nochmal so einen chilligen Stream abends irgendwie machen.
wo wir einfach über den Server laufen und Unfug labern. Das war letztes Mal ziemlich cool. Und ja, dann sehen wir uns morgen hoffentlich wieder. Bis dahin, Moment, so und so. Bis dahin, tschüssi.